Wurden die Bewohner des Dorfes evakuiert oder wurden viele der Bevölkerung Opfer des Krieges? Nein, die Dörfer wurden natürlich, als sich abgezeichnet hat, dass es hier zu schweren Kämpfen kommt, sofort evakuiert. Wir haben ja vorher auch gesehen, in Fleury selbst gibt es einen Gedenkstein für die gefallenen Soldaten aus diesem Ort, aber keinen im Grunde für die Zivilisten. Die sind mehr oder weniger vom Krieg selbst vertrieben worden. Das war eine Sicherheitsmaßnahme. Die nächste Frage wäre dann, wurde jemals der Versuch unternommen, die umliegenden Gebiete und Dörfer, wie zum Beispiel Fleury, nach Ende des Krieges wieder bewohnbar zu machen, oder gab es Gründe, die dies von vornherein verhinderten? Das hatte ich heute bei dem Rundgang auch schon erwähnt. Der Ort Fleury und weitere andere, wie zum Beispiel Douaumont oder Thiaumont, werden bewusst in dem zerstörten Zustand erhalten, mit einigen Gedenkstelen oder Gedenksteinen versehen, um an die Zerstörungskraft des Krieges zu erinnern und werden genau aus diesem Grund nie wieder bewohnt werden. Jetzt noch einige Fragen zum Fort Dumont. Warum begann man schon 1885 mit dem Bau des Fort Dumont? Sah man sich schon zu dieser Zeit durch die deutsche Außenpolitik in Gefahr eines bevorstehenden Krieges und wurde es deshalb gebaut? Ja, man sah sich in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durchaus bedroht durch das Deutsche Reich. Das hatte ja nach dem Krieg 1870-71 Teile Frankreichs annektiert, Elsass und Lothringen. Und es gab ja auch in den 70er Jahren bereits Krisen, die eben auf den Krieg hindeuteten. Die sogenannte Krieg-in-Sicht-Krise von 1875 beispielsweise. Also gab es durchaus eine reale Bedrohung und man kann nicht sagen, die fühlten sich schon oder bereits bedroht, sondern eigentlich noch, immer noch bedroht. Thank you.
Der hohe moralische Wert ergibt sich ja erst durch den deutschen Angriff, der sich genau an dieser Stelle konzentriert. Die Frontlinie, die über 1000 Kilometer lang war, war eigentlich in der französischen Wahrnehmung korrekt eingeschätzt worden, dass es hier an dieser Stelle nicht so sehr darauf ankommt, genau Verdun zu halten, sondern an eventuell nächsten Angriffspunkten die Waffen und die Munition vor allem und die Feuerpower, also die Feuerkraft zu konzentrieren. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als die Schlacht von Verdun begann, also im Februar 1916, hatte man Pläne gefasst, eben die Kanonen zu verlegen nach Nordfrankreich bzw. nach Belgien. Und deswegen hat man auch eben überlegt, diese ganze Festungsstruktur unnutzbar zu machen, auch für den Feind, und zu verlassen. Nächste Frage ist, hat die Schlacht bei Verdun noch im Nachhinein Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis? Wie viele Menschen fanden ungefähr in Verdun den Tod? Kann man die Schlacht von Verdun als die Vorstufe heutiger Zerstörungskriege sehen? Und waren für das Scheitern bei Verdun nur die deutsche Fehleinschätzung verantwortlich oder auch der unerwartete starke Widerstand der Franzosen? Ich fange mit dem letzten an. Die deutsche Einschätzung war natürlich eine Fehleinschätzung. Das haben wir heute schon an mehreren Stellen erwähnt. Oder ich habe es zumindest erwähnt. Die Opfer waren auf beiden Seiten fast gleich groß. Und im gesamten Krieg, also für das Jahr 1916, spricht man von 600.000 bis 700.000 Toten insgesamt. Und für das Jahr für die ganzen Jahre über noch einige mehr, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Für die Heftigkeit der Auseinandersetzung hat sowohl die Fehleinschätzung der Deutschen einen Grund, als auch der starke Widerstand der Franzosen. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg wirklich im Vorfeld, oder doch, der Krieg ist ein erstes Beispiel für moderne Vernichtungskriege von gleich großen symmetrischen Gegnern, also die industriell und technologisch gleich stark ausgerüstet sind. Ein Phänomen, was wir heute haben, was viel schwieriger ist für uns, sind natürlich die asymmetrischen Kriege, die von ganz unterschiedlichen Strukturen und Gegnern geführt werden. Die finden im Ersten Weltkrieg, haben keinen Widerpart, also die finden dann einfach noch nicht statt oder nicht in diesem Krieg auf jeden Fall. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Eine symbolische Deutung wäre, dass der zentrale Turm eine Granate darstellt, während die Anbauten, also die Seitenschiffe und das Kirchenschiff selbst, an Bunkerbauten erinnern sollen. Eine zweite Interpretation wäre die, dass es ein in der Erde versenktes Schwert ist, von dem nur der Schaft eben in der Erde versenkt worden ist und der Griff und der ganze Griffteil, die Befestigung des Schaftes, eigentlich aus der Erde raussteht. Verdun war nach dieser Schlacht im Ersten Weltkrieg ein Zeichen deutsch-französischer Feindschaft. Wann gab es die ersten konkreten Versuche, an diesem historischen Ort eine Geste der Versöhnung zu setzen? Gab es diesen Versuch überhaupt? Und wenn ja, wer hat ihn unternommen? Also den letzten großen Versuch oder das letzte große Gedenken gab es in den 80er Jahren mit François Mitterrand und Helmut Kohl, die hier gemeinsam gedacht haben. Aber die Anfänge sind schon in den 20er und 30er Jahren zu sehen oder zu finden, wo Veteranenverbände gemeinsam hier gefeiert haben. Mit dem absurden Vorfall oder dem absurden Höhepunkt in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, als die Veteranenverbände hier mit Hakenkreuzfahne zu den Gedenkfeiern kamen.